Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Chris Schumann, Leiter des ambulanten Therapiezentrums in der Hessing-Stiftung. Und heute möchte ich Ihnen über den Einsatz von Hunden in unserer Therapieeinrichtung berichten. Grundsätzlich werden Hunde schon seit Jahrhunderten in vielen Bereichen eingesetzt mit langer Tradition als Herdenschutzhund, Blindenhund, Spürhund in der Berg- und Lawinenrettung oder Polizei- und Grenzschutz. Aber beginnend in den 60ern mit einigen Pionieren wird vermehrt seit 1990 auch vermehrt in der Pädagogik und Therapie auf Therapiehunde zurückgegriffen. Ein Therapiehund ist ein Haushund, der gezielt in einer tiergestützten medizinischen Behandlung, beispielsweise im Rahmen einer Psychotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie oder Sprach- und Sprech- oder auch in der Heilpädagogik eingesetzt wird. Er ist abzugrenzen vom Assistenzhund, der als ständiger Begleithund für Menschen mit körperlichen, geistigen und/oder seelischen Einschränkungen ausgebildet und eingesetzt ist. Für die Arbeit des Therapiehundes eignen sich Hunde jeglicher Rasse und Größe. Typische Beispiele sind deutscher Schäferhund, Jagdhunde wie der Golden Retriever oder aber auch wie in unserem Fall ein Labrador-Dudel aus Gründen ihrer rassetypischen Kommunikationsfreundlichkeit. Sie sollten sehr wesensfest und gesund sein, sowie eine umfassende Sozialisierung und Habituation genossen haben. Außerdem muss eine gesunde Bindung zum Hundeführer bestehen. Es wird zwischen einem aktiven und einem reaktiven Therapiehund unterschieden. Der aktive Therapiehund bringt eigene Spielideen mit, besitzt einen starken Aufforderungscharakter und ist geeignet für Motivation. Der reaktive Therapiehund reagiert auf Spielideen des Patienten und spiegelt Befindlichkeiten wider. Bei uns in der Hessing-Stiftung kommt Beluga, unser Therapiehund, im Rahmen der Ergo- und Physiotherapie zum Einsatz. Er ist in allen Altersklassen beliebt und wir freuen uns, ihn bei uns zu haben. Die Therapie mit Hund wird unterschiedlich eingesetzt. Er kann motivierend, regulierend, stimmungsaufhellend sowie kann die bloße Anwesenheit blutdrucksenkend wirken. Eine Wirkungsweise, die von den Psychologen Katscher und Beck evaluiert wurde. Die Probanden sollten Texte vorlesen, sie durften nicht mit dem Hund interagieren. Die Vergleichsgruppe mit Hund hatte eine niedrigere Pulsfrequenz und einen niedrigeren Blutdruck als die Gruppe, die ohne Hund vorlas. Ebenso verbesserten sich die Vorleseleistungen durch die pure Anwesenheit des Hundes. Je schlechter die Befindlichkeit des Patienten vor der Begegnung mit dem Hund, umso stärker bessert sich seine Befindlichkeit. In einer Studie mit 218 Patienten, die von Protmann und Ettrich an der Universität zu Leipzig angefertigt wurde, füllten die Patienten vor und nach der Therapiestunde einen Basler Befindlichkeitsbogen aus. Damit konnte dieser Effekt nachgewiesen werden.